Guten Abend, liebe Bernriederinnen und liebe Bernrieder. Jetzt im Advent holt ihr da auch schon eure Krippen hervor? Wir schauen schon mal nach, wo sie denn sind und was wir haben, schauen uns die Figuren an, ob alles in Ordnung ist. Und dann tauchen natürlich auch Schafe auf. Schaut mal, dieses ist mir in die Hände gefallen. Ach, und wir haben viele Schafe. Kleine, große, junge und alte, vorwitzige und manchmal auch müde. Apropos müde. Schafe schlafen und träumen. Ein Schaf hat mir von seinem Traum erzählt. Hört selbst. Endlich einmal ist es mir gelungen, mich unbemerkt von der Herde zu entfernen, meinen eigenen Weg zu suchen. Neugierig schlage ich eine Richtung ein, in der ich noch nie unterwegs war. Das ist aufregend und spannend. Ich finde wohlschmeckende Kräuter, die ich niemals zuvor gefressen habe. Sehe eigenartige Pflanzen, die ich nicht kenne. So laufe ich weiter und weiter, schaue, entdecke, staune. Doch plötzlich stehe ich vor einer steil abfallenden Felskluft. Noch ein Schritt und ich stürze in den sicheren Tod. Erschrocken drehe ich mich um, will zurück in Sicherheit. Aber voller Entsetzen merke ich, dass ich umgeben bin von undurchdringlichem Dorngestrüpp. Ich sitze fest, kann weder vor noch zurück. Zitternd vor Angst kauere ich mich auf den Boden. Da höre ich eine Stimme, leise und doch fest. Ich werde kommen und dir den Weg zeigen. Ich bin der gute Hirte. Keines meiner Schafe verliere ich. Ich weiß nicht, woher die Stimme kommt und blicke mich suchend um. Niemand ist zu sehen, aber im Dorngestrüpp entdecke ich plötzlich eine Öffnung. Groß genug, dass ich hindurchschlüpfen kann. Und da, auf der anderen Seite, ist meine Herde. Ja, schau, das Schaf hat seine Herde wiedergefunden. Wie gut, dass es auf die Stimme von dem guten Hirten gehört hat. Gott hat uns in der Bibel erzählt, dass er der gute Hirt ist für alle Menschen. Wie gut. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns einen Daumen hoch, hier. Schreibt uns einen Kommentar, hier. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann abonniert unseren Adventskalender, hier.